Hello and welcome to the first talk at Chaos West. It will be with me, Khaleesi, and also Paldium. The name is Let's Review Code Together, Einfach mal machen. The talk will be in German, however it's translated by the amazing C3 Lingo team. It's track one. Herzlich willkommen zu unserem Talk Let's Review Code. Dieser Talk ist aus einem Sonntagnachmittagsgespräch zu einer Zeit entstanden, zu der wir eigentlich Code reviewen wollten und auf andere Menschen in unserer Code Review Gruppe gewartet haben. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum machen wir eigentlich Code Reviews in unserer Freizeit und wieso machen das nicht mehr Menschen? Wir, das sind ich, Khaleesi. Ich studiere Informatik an einer Fachhochschule und ansonsten findet man mich eher in der C3 News Show oder in irgendwelchen Security-Themen. Genau. Und der zweite Part unseres Speaker-Teams ist Paldium. Genau, hallo. Ich bin Paldium. 37 Jahre alt, arbeite als Softwarearchitekt, habe damit dann natürlich auch mit Code Reviews zu tun, entwickle auch selbst entsprechenden Quelltext. Und wenn ich in meiner freien Zeit dann auch nochmal die Muße dazu finde, auch dort Code zu reviewen, mache ich das natürlich auch weiterhin. Teilweise im OpenBSD-Umfeld, im Linux-Umfeld und ja, was ich sonst noch so finde. Genau. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, was ist eigentlich so eine Code Review? Wieso macht man das? Weshalb macht man das? Und warum ist es ganz, ganz wichtig, Fragen zu stellen? Code Review oder Review im Duden ist erstmal eine kritische Besprechung eines künstlerischen Produkts oder Ähnlichem. Code ist ja auch irgendwie Kunst, wir kennen es alle. Die meisten von euch kennen es aber wahrscheinlich eher aus dem professionellen Bereich, also als Qualitätssicherungstool in Firmen oder als Teil des Software Development Lifecycles. Das heißt meistens einfach nicht mehr als den Code, den ihr gerade geschrieben habt, wird an einen Senior Developer geschickt, er reviewt den und schaut, ob alles in Ordnung ist, ob auch alle Konventionen eingehalten sind oder ob sich noch irgendwelche Fehler in diesem Code befinden. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir machen das jetzt schon im professionellen Umfeld die ganze Zeit, wie ist es denn, das in seiner Freizeit zu machen? Und damit kommen wir auch zu unserer Mission. Wir suchen Unicorns. Die sind ziemlich selten, aber wir hoffen, dass wir heute ein paar mehr Menschen finden können, die wir dafür begeistern können, auch in ihrer Freizeit Code-Reviews zu machen. Unsere Mission ist es, Menschen dafür zu begeistern, sich Zeit zu nehmen und sich Open-Source-Projekte anzugucken. Sich den Code genauer anzugucken, vielleicht auch einfach leichter lesbare Kommentare zu schreiben, das kann auch ein Teil von eurer Code-Review sein. Aber vor allem einfach sich damit auseinandersetzen, wie die ganzen Tools, die wir einfach so für selbstverständlich erachten, funktionieren und ein besseres technisches Verständnis davon zu erlangen, wie das alles zusammenhängt. Genau. Und wir haben uns sehr viel damit auseinandergesetzt, was man machen kann, damit mehr Leute das machen. Und um diese Fragestellung zu lösen, haben wir uns zuerst einmal gefragt, was ist eigentlich unsere Motivation für Code-Reviews? Ich bin da nur so ein bisschen so reingerutscht. Wie das zustande gekommen ist, erzähle ich später. Paldium macht das schon ein bisschen länger als ich und er hat sich da mal ein paar mehr Gedanken zur Motivation gemacht. Genau. Motivation, sehr wichtiges Thema. Wir kommen jetzt gerade auf euch zu und sagen, hier, macht doch mal was. Da ist natürlich erstmal die Frage, warum sollt ihr das überhaupt tun und warum machen wir es eigentlich? Wir haben uns da mal Gedanken zu gemacht und haben uns überlegt, dass man das eigentlich mal in einem Diagramm quasi darstellen könnte.
Bei der Motivation muss man schließlich sagen, es gibt ja diverse Faktoren. Wir haben das mal auf zwei runtergebrochen. Einmal egoistische Motive und altruistische Motive. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber wir begrenzen uns mal auf diese hier. Ein sehr egoistisches Ziel, und ich glaube, das ist das, was wohl sich die meisten unter einem Code-Review vorstellen würden. Das sind auch bestimmt die Leute, die sich Quelltexte angucken, darin Sicherheitslücken finden und das Ganze verkaufen, um sehr schnell sehr reich zu werden. Ja, so kann man vorgehen. Ich möchte allerdings dann auch gleich die Enttäuschung mildern für all diejenigen, die glauben, dass das wirklich so abläuft. Man kann es so machen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist allerdings sehr schwierig, wenn man es wirklich darauf anlegen würde, das aus rein monetären Gründen zu machen, also aus direkten monetären Gründen, dann würde ich davon abraten, eher auf Fuzzer, auf statische Code-Analysen zurückgreifen. Ich würde stattdessen lieber darauf gehen, was bringt es einem denn selbst? Das heißt, was sind die Vorteile beim Praktizieren von Code-Review für einen persönlich? Und da ist auf jeden Fall ein ganz großer, wichtiger Punkt, dass man seine eigenen Kompetenzen aufbaut. Das ist zum Beispiel auch, wie ich damals noch zu Schulzeiten damit angefangen habe. Ich hatte mich damals schon für Programmierung interessiert, konnte auch kleine Programme schreiben. Ich glaube, das wird sich jeder bestimmt jetzt vorstellen können, der auch in die Programmierung gekommen ist. Man fragt sich aber irgendwann dann doch, bin ich jetzt schon gut genug, um das auch im professionellen Umfeld zu machen? Das heißt, kann ich jetzt nur Programme schreiben, die nicht abstürzen und so ungefähr das tun, was ich mir vorstelle? Oder ist das wirklich hochqualitativ, was ich hier betreibe? Und auch während des Studiums zum Beispiel, man besteht seine Semester, aber ist das jetzt wirklich das, was die echte Welt da draußen von einem erwartet oder fehlt da noch was? Und ich habe mir die Frage damals dadurch beantwortet, dass ich angefangen habe, mir Programme anzusehen, die ich tatsächlich auch selbst einsetze. Das heißt, im Linux-Umfeld, ja, nehmen wir einfach mal ganz kleine Programme. Cat zum Beispiel, kennt bestimmt jeder, oder Man für die Manual-Seiten. Wie funktionieren die eigentlich? Man kann sich prinzipiell schon überlegen, was man da tun würde, aber ist es denn wirklich das, was man auch selbst gedacht hätte? Und dementsprechend baut man nicht nur die Kompetenzen auf, dass man versteht, wie diverse Programme funktionieren. Ich meine, Cat, Man sind jetzt vielleicht kleine Beispiele oder auch Beispiele, für die man sich im professionellen Umfeld natürlich nicht mehr interessiert. Aber nehme ich zum Beispiel im Java-Umfeld das Spring Framework. Es gibt bestimmt viele Leute, die das Spring Framework einsetzen, aber wie viele kennen das Spring Framework denn wirklich intern? Das heißt, was passiert in den einzelnen Schritten eigentlich? Das sind eben Dinge, wenn man sich damit auseinandersetzt, zum Beispiel, wenn man sich den Quelltext eben ansieht, dass man versteht, was man da anwendet, wie man's, was die Programmierer sich gedacht haben, aber eben auch, dass man, wenn man das über viele Projekte macht, man eine deutlich bessere Möglichkeit hat, sich in fremden Code einzuarbeiten. Und das kann ich auch aus meiner Expertise oder aus meiner Erfahrung dann berichten. Sich in fremden Code einarbeiten kommt sehr häufig vor. Nicht nur, wenn man gerade neu in eine Firma reinkommt, da hat man natürlich auch noch Kollegen, die einen unterstützen. Es kann auch mal vorkommen, dass man irgendwo in ein anderes Projekt reingezogen wird, dass man vielleicht als Freiberufler ohnehin ständig wechselnde Codebasen vor sich hat. Da will man natürlich dann auch nicht unnötig Zeit verlieren, indem man sich immer wieder neu einarbeiten muss, sondern dass man auch dort schon eine Routine hat, mit der man das durchführen kann. Der Spaßfaktor sollte bei dem ganzen Punkt natürlich nicht zu kurz kommen. Den haben wir jetzt auch schon sehr mittig gesetzt, weil Spaß kann man alleine haben, aber eben auch in einer Gruppe. Und warum das so ist, darauf kommen wir natürlich in diesem Talk auch noch. Ansonsten haben wir aber natürlich auch noch, was auch anderen hilft, der Wissensaustausch. Das heißt, nicht nur, dass ich mein Wissen weitergeben würde, sondern auch, dass man von anderen natürlich genauso lernen kann. Und darauf beziehe ich mich auch, dass man als Senior-Entwickler zum Beispiel durchaus auch von Junior-Entwicklern lernen kann. Einfach, weil man, wenn man vertraut ist mit seinem eigenen Quelltext, man anfängt blind zu werden, vertraut ist mit seinen Fähigkeiten, dass man anfängt, Dinge zu überspringen, weil man eh davon ausgeht, dass es in folgenden Schritten sein wird. Da kann man mindestens in solchen Gruppen immer sehr gut lernen, dass es schon Vorteile hat, auch mal einen Gang runterzuschalten, mit anderen sich den Quelltext nochmal viel gründlicher anzusehen, weil die anderen womöglich die Expertise noch nicht haben, andere Blickwinkel haben. Und dann kommen wir auch zu dem aus unserer Perspektive altruistischsten Ziel. Wenn man etwas gefunden hat, dann muss man ja diesen Exploit nicht verkaufen, sondern man kann ja eben entsprechend zu dem Projekt beitragen. Das kann eine Fehlerkorrektur sein,
Das kann eine Feature-Erweiterung sein, wenn man dann eben verstanden hat, wofür das Framework zum Beispiel gedacht ist oder wofür das Programm gedacht ist. Und dann ist man eben auch tatsächlich Teil des Open-Source-Umfelds. Nicht nur, dass man es anwendet, sondern dass man eben auch tatsächlich dazu beiträgt. Und nachdem wir jetzt die Motivation geklärt haben, bleibt natürlich die Frage, wie man das Ganze jetzt in Gruppenform aufbauen kann. Genau. Das ist auch die Frage, wie wollen wir dieses Format gestalten? Und zwar haben wir so ein paar Probleme, auf die wir eingehen müssen. Erstmal, so wie Paldium und ich das jetzt gerade erzählt haben, das würde in großen Gruppen schwierig werden. Wir wollen irgendwie eine Umgebung schaffen, in der alle zusammen miteinander lernen, in der jeder auch mal zu Wort kommt und dementsprechend klein müsste die Gruppe auch sein. So, das nächste Problem, was wir haben, ist, wir wollen auch, dass alle Leute mitkommen. Das heißt, irgendwie müssen wir alle immer einbinden. Und wir haben uns dann so ein paar Sachen angeguckt. Wir haben kurz überlegt, macht es Sinn, so wie Live-Overflow-Videos zu produzieren und zu erklären, wie wir diese Schwachstellen gefunden haben. Unser Problem oder unser Störgefühl damit war so ein bisschen immer, das wirkt immer so, als wenn das total einfach ist. Und dieser sehr, sehr lange Prozess, den man manchmal hat, manchmal über Stunden, den können wir damit gar nicht so richtig abbilden. Also war für uns dieses Videoformat schon mal raus, auch wenn das total sinnvoll für einige Personen sein kann. Es kann auch total sinnvoll sein, wenn man eine Schwachstelle gefunden hat, selber mal so ein Video zu drehen, weil man manchmal Dinge erst viel besser versteht, wenn man sie erklärt, so einfach für sich selber. Gut, die nächste Möglichkeit wäre größere Meetings in Gruppen. Wir wollen jetzt nicht das Rad neu erfinden und wir dachten, naja, in so einer Open-Source-Szene, Community, bestimmt gibt es auf jeden Fall schon andere Menschen, die das Ganze genauso machen. Und wir sind auch fündig geworden. Es gab früher mal das OpenBSD Daily von Adam Volk. Der hat eine Stunde am Tag im IRC-Chat einfach geschrieben, was er gerade sich bei einer Code-Review denkt, die er gerade macht. Und im Vorfeld zu unserem Talk haben wir auch mal Adam Volk angeschrieben und ihn gefragt, hey, wir wollen hier einen Talk machen, wir haben so eine kleine Code-Review-Gruppe, was meinst du denn, was wäre denn ein Format, was sinnvoll ist, wie würde man viele Menschen erreichen, wie kann man das vielleicht skalieren? Und seine Antwort darauf war, vielleicht könnte man einen Twitch-Stream machen, wo man so drei Leute zusammenpackt, die in einem Stream gemeinsam eine Code-Review machen, reihum und erklären, was da gerade passiert und was für Gedanken sie sich gerade machen. Für mich persönlich wäre das nichts. Ich bin halt so, ich schalte dann häufig ab, wenn ich nicht eingebunden werde und dann macht es so ein 2-3 Stunden langes Video doch sehr schwierig zu folgen. Es gibt aber auch noch ein paar andere Menschen, die Code-Reviews machen, zum Beispiel den Code-Reading-Club. Die hatten aber auch genau das gleiche Problem. Sie dachten sich, okay, wir machen einen Code-Reading-Club, können ja nicht so viele Leute sein, haben das in einer Zoom-Session angeboten und bam, hatten beim ersten Termin gleich eine viel, viel zu große Gruppe. Das heißt, sie mussten es dann auch begrenzen, sodass nicht jeder zu jedem Termin konnte. Was ist die Konsequenz, die wir für uns daraus gezogen haben? Naja, der Zeitpunkt, an dem wir uns diese Frage gestellt haben, was für Formate gibt es eigentlich? Zudem hatten wir schon so ein bisschen rausgefunden, was das Format ist, was für uns funktioniert. Und vielleicht ist es auch ein Format, was für euch funktioniert. Wie sieht also bei uns eine Code-Review aus? Code-Review, the CH3H2-Way, haben wir es mal genannt. C3H2 ist unsere CTF-Gruppe in Hamburg. Und inzwischen sitzen wir schon 3 Monate zusammen in Code-Reviews. Und das Ganze hat angefangen mit Paldium, der irgendwie schrieb, hey, ich mache voll viel Code-Reviews in meiner Freizeit und ich würde irgendwie gern mit Menschen zusammen das machen und vielleicht Menschen das auch erklären. Hat nicht jemand Lust? Und am Anfang hatte er auch gar nicht so erwartet, dass das so einschlägt. Und jetzt machen wir es schon 3 Monate. Am Anfang haben wir uns immer an einem festen Termin in der Woche getroffen. Inzwischen treffen wir uns an 2 festen Terminen. Ganz wichtig zu unserer Vorgehensweise zu sagen ist, unser Ziel ist nicht,
Schwachstellen zu finden. Also es ist auch ein Ziel, aber unser eigentliches Ziel ist zu lernen, wie man an so eine Code-Review rangeht. Also wie gehe ich da methodisch ran? Welche Ressourcen kann ich benutzen? Wo finde ich Dokumentation? Und deswegen machen wir es auch so, dass wir häufiger mal die Softwareprojekte wechseln. Angefangen haben wir zum Beispiel mit Less. Das liegt ganz einfach daran, dass wir nicht wussten, wie wir mit sicherheitskritischen Dingen umgehen wollen, wenn wir welche finden. Und die Wahrscheinlichkeit bei Less war für uns aus unserer Sicht relativ gering. Und deswegen haben wir damit angefangen. Und wir haben auch ein paar Dinge gefunden, was irgendwie sehr gut für die Motivation war, dass man dann doch auch was findet und das nicht Stunden dauert. Und der liebe Mark Nudelmann hat unsere Änderungen auch gerne angenommen. Inzwischen sind wir bei OpenSSH. Ein weiterer Grund, warum wir unsere Projekte so häufig wechseln, ist, dass nicht jeder immer kann. Wenn man sich zweimal die Woche trifft, ist das ganz schön häufig und irgendwie haben wir auch alle noch ein richtiges Leben und einen Job. Und das heißt, es kann nicht an beiden Terminen immer jeder da sein. Und deswegen wechseln wir die Projekte so, dass Leute, die dann halt sozusagen neu einsteigen oder spontan dazukommen, es nicht so schwer haben. Ihr kennt das alle, wenn man sich in so eine neue Codebasis einarbeitet, es dauert A, relativ lange und B, ist es dann halt auch so, dass wenn man dann neu dazukommt und die anderen schon viel weiter sind, es schwierig ist, sich da zurechtzufinden. Wie gehen wir grundlegend vor? Also wir treffen uns immer donnerstags abends und sonntags nachmittags und dann bringt Paldium uns meistens ein Projekt mit. Gerade ist es OpenSSH, davor war es Less. Und dann gucken wir uns das an. Und das machen wir so. Einer shared seinen Screen. Und dann gehen wir wirklich Zeile für Zeile den Code durch. Und die Person, die den durchgeht, erklärt, was da gerade passiert. Dann springen wir in Funktion und so weiter und so fort. Und was uns irgendwie ganz wichtig ist, dass halt jeder drankommt und dass wir auch jeden zu Wort kommen lassen und dass auch jede Frage in Ordnung ist. Also wir haben auch ganz unterschiedliche Wissensstände. Also ich studiere noch, ich habe jetzt nicht die große Programmiererfahrung mit C. Wir haben auch Leute dabei, die viel, viel mehr Erfahrung haben, auch viel, viel mehr Wissen über Betriebssysteme. Aber wir schaffen halt uns so eine Umgebung, in der halt jede Frage in Ordnung ist. Und häufig bringt diese Fragen uns auch zu neuen Sachen, die den anderen vielleicht auch vorher nicht so klar waren. Das einfach mal zu unserer Vorgehensweise. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir euch alle gecatcht haben und ihr eine eigene Code-Review-Gruppe gründen könnt oder wollt. Können tut ihr es auf jeden Fall. Aber vielleicht wisst ihr noch nicht so richtig, wie soll ich da rangehen? Wie gehe ich eigentlich an eine Code-Review ran? Und Paldium hat mal so ein bisschen für euch gesammelt, wie man da rangehen kann und wie man am besten vorgehen kann. Genau. Also, man kann sich jetzt vorstellen, man sitzt ja gemeinsam als eine Gruppe, hat sich für irgendein Projekt entschieden und fragt sich jetzt natürlich, was macht man damit? Ein Projekt, das können natürlich durchaus mal 10.000 Zeilen, 100.000 Zeilen oder mit dem Linux-Kernel auch noch weitaus mehr Zeilen sein. Erstmal gerade auch als Anfänger völlig erschlagen, wie geht man da ran? Wenn man nicht gerade einen Entwickler dabei hat, der einem irgendwas erklären kann, wird es natürlich umso schwieriger. Wir haben da auch bei uns in der Gruppe schon Erfahrung gesammelt mit verschiedenen Ansätzen. Ein Ansatz, der klingt jetzt vielleicht ein wenig abstrus, aber er funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Das ist, man sortiert sich einfach die Dateien und man geht alphabetisch die Dateien durch. Oder man sortiert sich die Dateien nach Größe und geht dann von klein nach groß durch. Das hat natürlich zur Folge, dass man irgendwo reingeworfen wird. Man hat überhaupt kein Verständnis dafür, was an konkret dieser Stelle passiert. Und das ist dann eben auch von dieser Vorgehensweise her der große Vorteil. Das heißt, man weiß nicht, wo man ist. Man hat nur den Quelltext vor sich und man muss anhand des Quelltextes, den man gerade vor sich hat, erahnen oder eben erarbeiten, was das Ganze soll. Und das hat den großen Vorteil, dass ich nicht davon geblendet werde, was ich glaube, was der Quelltext tun soll, sondern ich muss anhand des Quelltextes herausfinden, wofür er gedacht ist. Und damit kann man auch vergleichsweise schnell Diskrepanzen finden. Das heißt, ich gucke mir den Quelltext an, ich glaube, ich weiß, wofür er da ist und merke, dass das, was ich glaube, wofür er da ist, aber überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was ich da gerade sehe.
Das heißt, ich kann bei diversen Funktionen, obwohl ich keine Ahnung habe, wofür sie wirklich da sind, Randsituationen erkennen, bei denen womöglich, wenn da ein riesiger Wert eingetragen werden sollte, dann auf einmal etwas nicht funktioniert oder ein kleiner Wert oder vielleicht der Speicher gar nicht ausreichen würde und dergleichen und so fort. Und das würde bedeuten, dass ich ab dann mir überlege, wie komme ich denn genau zu dieser Funktion, die ich da gerade gefunden habe. Und dann heißt es eben, sich da entlanghangeln, wenn es ein Programm zum Beispiel ist, überlegen, wie muss ich denn das Programm aufrufen, dass ich genau dort lande, wenn ich eine Bibliothek vor mir habe, was sind die Randbedingungen, die eingehalten werden müssten, damit genau das passiert. Und auf die Weise hätte ich dann auch gleich die Möglichkeit herauszufinden, ist der Quelltext vielleicht überhaupt erreichbar. Weil ein anderes Vorgehen wäre zum Beispiel bei einem Programm, dass ich den Einstiegspunkt wähle. Einstiegspunkt wäre zum Beispiel die Main-Funktion oder die Main-Methode, je nach Sprache. Und von dort aus könnte ich jetzt herbeigehen und mir ein Szenario überlegen. Zum Beispiel, ich rufe cat auf mit einer Datei, dass ich dann gucke, welchen Codepfad gehe ich denn eigentlich durch. Das heißt, ich spiele womöglich den Debugger und gehe Schritt für Schritt durch, überlege mir, was passiert, was passieren könnte und kann dann anfangen, so ein bisschen hin und her zu bewegen, was wäre denn, wenn ich jetzt an der Stelle vielleicht doch dieses oder jenes tun würde. Was passiert, wenn ein Interrupt auftaucht, was auch immer man sich da eigentlich vorstellen kann. Oder was passiert, wenn ich eine Pipe ketten möchte und die Pipe stirbt, wie reagiert das Programm? Das sind eben Dinge, wenn ich so vorgehe, würde ich im Vergleich zu dem Durchgehen von A bis Z niemals auf toten Code stoßen. Weil es gäbe ja für mich nie einen Grund, in eine Funktion zu springen, die nicht erreicht wird. Und so könnte man im vorherigen Schritt eben auch erkennen, dass eine Funktion vielleicht gar nicht mehr genutzt wird. Und man könnte dann eben auch toten Code direkt entfernen. Eine andere Sache, die man eben bei beiden Vorgehen haben kann, ist, dass man irgendwann vielleicht mal etwas findet, was nicht richtig programmiert wurde. Und dann hätte man natürlich einen Fehler und kann ihn auch beheben. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, ist das wirklich die einzige Stelle weltweit, die irgendwann mal so falsch verwendet wurde? Und die Antwort ist natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit nein. Das heißt, ich kann versuchen, in anderen Programmen nach genau diesem gleichen Fehlermuster zu suchen, um dann auch für andere Programme genau diesen Fehler auszumerzen. Das ist zum Beispiel ein Vorgehen, was im OpenBSD-Projekt gemacht wurde. Das heißt, sobald irgendwo in einem Programm ein Fehler gefunden wurde, hat man in der restlichen Codebasis geguckt, wird das vielleicht auch noch falsch angewendet. Und dadurch kamen eben auch neue Ideen zustande, wie zum Beispiel das Realloc-Array, das String-L-Copy, also String-L-Copy, String-to-Number-Konvertierung und so weiter und so fort. Und somit könnte man eben auch beigehen und sich zum Beispiel die Historie einer Datei oder eines Projektes angucken, um herauszufinden, was wurde denn in der Vergangenheit eigentlich alles behoben, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was denn prinzipiell irgendwann früher mal Fehler waren und ob die heute vielleicht immer noch auftauchen in anderen Projekten. Die letzte Möglichkeit, die wir euch so auf diesem Talk mitgeben wollen, ist dann auch noch die Idee, sich eine Spezifikation durchzulesen. Zum Beispiel eine POSIX-Schnittstelle oder aber eben zum Beispiel von einem Audioformat oder einem Archivierungsprogramm zu gucken, wie soll denn das Programm prinzipiell funktionieren, beziehungsweise was ist die Idee dahinter? Um dann zu gucken, haben denn die Programme, die ich nutze, denn auch wirklich alles bedacht aus der Spezifikation? Man kennt es bestimmt aus diversen Beispielen, dass Spezifikationen teilweise uneindeutig geschrieben sind, sie Interpretationsspielraum lassen und genau das sind die Punkte, an denen man auch wieder ansetzen kann, um zu gucken, was macht denn das Programm XYZ, wenn es auf diese Situation trifft, was macht ein anderes Programm in der Situation, abgleichen, gucken, kann man da vielleicht genau in den Stellen eben nachhaken. So, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine Stelle gefunden hat, die schon sehr interessant aussieht und man glaubt, dass sie einen Fehler hat, dann wäre es auch immer ganz gut, ein Proof of Concept, einen sogenannten POC, zu schreiben. Das heißt, man guckt, wie muss ich das Programm aufrufen oder eben die Bibliothek, damit genau dieser Fehler erreicht wird, weil man zum einen für sich selbst, gerade als Anfänger und ja, auch als Erfahrener, sich sicher gehen kann, dass das, was ich da gefunden habe, auch wirklich ein Problem ist und nicht doch womöglich irgendwo vorher ein Sicherheitsmechanismus gegriffen hat, der es vermeidet, dass ich dort überhaupt hinkommen kann. Und mit diesem Proof of Concept kann man dann nämlich auch wunderbar einen Bug-Report schreiben oder vielleicht auch schon sich selbst an einen Patch wagen, um dann einen Pull-Request oder ein Issue zu erstellen, bei dem man eben genau sagen kann, lieber Entwickler oder lieber Maintainer,
Ich habe festgestellt, wenn man das Programm wie folgt nutzt, mit folgenden Eingabedaten, dann gibt es zum Beispiel einen Programmabsturz oder Schlimmeres, ich kann womöglich Code ausführen oder was auch immer, dass man dann eben sagen kann, das sind meine Beispieldaten, das ist mein vorgeschlagener Patch, wie man es beheben könnte. Und dann kann der Autor oder der Maintainer sich entscheiden, das zu machen oder eben nicht zu machen. Gerade eben aber auch der Punkt, wenn es sicherheitsrelevant ist, das heißt, wenn man persönlich schon die Erfahrung hat, zu sagen, das kann durchaus negative Konsequenzen haben, wie zum Beispiel Privilegienausweitung oder dass ich auf einmal in einem Service dann die Daten eines anderen Benutzers einsehen kann, dann sollte man natürlich solche Dinge nicht unbedingt öffentlich machen. Und das war auch der Grund, warum wir bei uns in der Gruppe noch nicht ganz sicher waren, wie wir mit Sicherheitsproblemen umgehen wollen, sondern man sollte die Maintainer dann entsprechend auf privatem Wege kontaktieren oder über einen Bug-Bounty-Broker, je nachdem, ob man das machen möchte. Ist natürlich eben selbst überlassen. Auf jeden Fall sollte man vorsichtig mit solchen Dingen umgehen. Und das wären so die Punkte, die uns wichtig wären, um zu sagen, wie so ein Code Review eigentlich ausgeführt wird. Weil das jetzt natürlich im Anbetracht der Zeit unseres Vortrages und auch allgemein in der Audiospur nicht für jeden hilfreich ist, haben wir nochmal Links zusammengeführt. Da haben wir zum Beispiel von OWASP den Code Review Guide. Der ist vergleichsweise zentriert auf Web-Services, aber natürlich muss das auch kein Problem sein. Gerade wenn man im Web-Service-Umfeld arbeitet, beziehungsweise im Web-Umfeld, da ist natürlich immer ganz gut zu wissen, wie gehe ich womöglich auf Quelltext in meinem eigenen Unternehmen um, wie gucke ich mir zum Beispiel Frameworks an, die ich nutze, was sind da die Punkte. Dann die Idee für die Bughunter, das heißt die, die dann vielleicht auch hin und wieder mal einen tollen Obolus dafür haben möchten, was man da so betreibt. Ich meine, ist ja nicht verwerflich. Könnt dann zum Beispiel gucken, was Google zu dem Thema schreibt. Google hat ja auch ein tolles Beispiel zusammengestellt, wie sie in ihrem Entwicklungsumfeld Reviews durchführen. Das heißt, das sind natürlich die Change-Reviews. Das heißt, zwei Entwickler arbeiten untereinander zusammen oder miteinander zusammen und gucken, was da jeweils eingefügt werden soll. Gegenüber einem Code-Review eher einem Code-Audit. Ich gucke ein bestehendes Projekt an. Und dann die Projekte, die wir schon angesprochen hatten, beziehungsweise die Code-Review-Gruppen. Da haben wir einmal bei dem drittletzten Link, der auf dem Undeadly, den Verweis auf das OpenBSD Daily von Adam Volk. Dort hat er zum Beispiel auch nochmal nicht nur seine ganzen Ergebnisse festgehalten, was er so in dem Zeitraum gefunden hat, sondern eben auch seine Gedanken niedergeschrieben. Das kann man sich wunderbar durchlesen. Dann haben wir den Rust Code Reading Club. Das ist der Reading Club, der sich auf den Rust Code bezieht. Dort auf den, soweit ich weiß, Rust Compiler C Code, je nachdem, wo sie gerade sind. Und dann natürlich noch der Code Reading Club. Das wäre das codereading.org. Dort kann man sich auch wunderbar an die wenden, wenn man zum Beispiel Ideen hat. Ja, ich finde, das klingt alles super, weiß aber nicht so recht. Gibt es da schon vielleicht irgendwelche Gruppen? Wie sieht es da aus? Die haben da auch eine gute Kontaktmöglichkeit per E-Mail. Da schreibt man einfach hin, ja, ich interessiere mich für das Thema, bin womöglich in dem und dem Bereich oder ich brauche vielleicht Hilfe bei der Umsetzung in meinem Unternehmen. Die helfen da. Auf jeden Fall dann auch sehr gut weiter. Genau. Und damit gebe ich nochmal an, kann uns überlegt haben, wie geht man jetzt wirklich konkret vor? Genau, vielleicht auch so eine kleine Anmerkung am Rande. Also wir, wenn wir irgendwelche Bugs bei Bughunter einreichen, sammeln Geld für Pizza. Total super Sache. Das ist, glaube ich, was, worauf wir uns alle einigen können. Vielleicht auch Mate, aber dann gibt es auf jeden Fall keinen Streit um das Geld, weil Essen und Mate ist irgendwie immer ganz gut. Genau, unser Appell an euch ist, wenn das jetzt alles ganz cool für euch klang oder ihr denkt so, ja, ich habe mich das vorher irgendwie nicht getraut, weil ich dachte, ich kann eigentlich nichts, bildet Banden. Sucht euch andere Menschen in eurem Umfeld. Vielleicht habt ihr Leute, mit denen ihr euch sowieso total gut versteht, mit denen ihr euch wohlfühlt, mit denen ihr das zusammen machen könnt. Das kann in eurem Hackerspace sein, das kann in der Uni sein oder vielleicht twittert ihr einfach drüber und ihr findet Leute, mit denen ihr das zusammen machen könnt. Dann
ganz wichtig, um das auch durchzuziehen, ist immer, findet einen festen Termin und wirklich eine Uhrzeit, weil wenn man volle Terminkalender hat oder dann doch häufiger mal Dinge unerwartet sind, ist es einfacher, so ein Ding durchzuhalten, wenn man sich einen festen Terminslot dafür gesucht hat. Dann, gar nicht so unwichtig ist, einigt euch auf eine Programmiersprache. Das kann eine Programmiersprache sein, die ihr total gut könnt. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, jemanden dabei zu haben, der sehr, sehr sicher in dieser Programmiersprache ist. Einfach, weil man manche Sachen sonst gar nicht so sieht. Und wenn dann Fragen aufkommen, braucht man häufig auch jemanden, um darüber zu sprechen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meiner Uni eine Code-View-Gruppe gründen würde, wir machen noch unsere gesamte Ausbildung mit Java, dann würde ich wahrscheinlich eine Gruppe gründen, in der wir Java-Code reviewen, weil ich wüsste, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Leute finde, die das richtig gut können, ist relativ hoch. Und wenn dann Leute zu uns stoßen möchten, die noch nicht so viel Programmiererfahrung haben oder noch nicht so sicher in dieser Programmiersprache sind, dann könnten wir denen auch helfen. Das heißt, da auch immer ganz wichtig, wenn ihr Leute mit anderem Wissensstand dabei habt, integriert die wirklich. Lasst sie den Code vorlesen, lasst sie erklären, lasst sie auch Fragen stellen. Wenn die halt irgendwas nicht kennen, das ist überhaupt kein Drama. Es ist nur wichtig, dass sie es lernen. Dann sucht euch ein cooles Projekt. Das kann man mit unterschiedlichen Motivationen tun. Also entweder sagt man, okay, ich benutze, keine Ahnung, andauernd Git. Also gucke ich mir jetzt den Code von Git an, weil ich weiß ja, wie das Tool funktioniert. Und jetzt versuche ich mal, den Code dazu zu verstehen. Oder man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie motiviert bleiben. Ich suche mir jetzt ein Tool, was vielleicht ein paar Fehler hat oder wo man vielleicht mal so Kleinigkeiten finden kann, um dabei zu bleiben. Das ist so ein bisschen so das, wo man bei der Projektauswahl drauf achten kann. Dann kann man natürlich auch noch den Faktor mit einbeziehen, den Palium oder ich vorhin schon erwähnt haben. Ne? Man ist sich noch nicht sicher, wie man mit sicherheitskritischen Dingen umgehen will. Wir wählen uns was aus, was weniger sicherheitskritisch ist. Vielleicht sucht man sich auch irgendwas aus, wo viel Community dahinter ist. Das heißt, wenn ihr irgendwas gefunden habt und jemanden braucht, den ihr fragen könnt, dann könnt ihr den auf jeden Fall fragen. Dann habt auf jeden Fall Geduld. Das ist so ein ganz wichtiges Thema. Also mit Geduld meine ich nicht so Geduld damit, bis das alles anläuft, sondern wirklich, wenn ihr dann damit anfangt und euch zum Beispiel, also wir machen donnerstags abends immer 2 Stunden, dass ihr Geduld mit euch habt. Ihr werdet nicht in den ersten 2 Stunden vielleicht schon was finden. Bei uns ist es manchmal so, Palium hat dann schon was gefunden, sagt dann, ja, hier, da ist irgendwas. Und dann fangen wir aber nochmal sozusagen ganz von vorne an, gucken uns das an. Und wir kriegen dann manchmal so ein bisschen Anschubhilfe. Dadurch gehen dann einige Sachen auch schneller. Aber wenn wir halt auch uns auch so alleine was angucken, wir brauchen manchmal 3 oder 4 Termine, bis wir was gefunden haben, bis dann auch alle das verstanden haben. Manchmal poppen dann irgendwie neue Fragen auf. Also so Code-Reviews und Fehler in Code-Reviews finden, ist jetzt nicht so eine Sache, wo man einmal so in einer Stunde in so einem Videocall gehangen hat und dann so war, ja, wir haben jetzt hier alles fertig und alle Fehler gefunden und so weiter und so fort, weil man macht sich ja dann auch die Mühe, man macht dann Proof of Concept, dann fällt vielleicht auf, dass was ganz anderes falsch ist oder irgendwie doch was komisch oder man noch auf einen anderen Fehler gestoßen ist. Und macht euch auch die Mühe, dann euch auch zu überlegen, gegebenenfalls, wenn es nicht zu viel Aufwand ist, wie man das lösen kann. Weil gerade in Open-Source-Projekten sind es nicht so viele Menschen, auf deren Rücken das getragen wird. Und die freuen sich im Zweifelsfall, wenn ihr einen Fix auch gleich mit anbieten könnt. Und ihr habt dann auch was dazu beigetragen. Die letzten beiden Sachen, fragt im Zweifelsfall nach. Wenn ihr in eurer Gruppe niemanden habt, vielleicht kennt jemanden, der jemanden kennt, dann fragt den, wenn ihr euch unsicher seid. Und es ist auch nicht schlimm, Dinge falsch zu machen oder Fragen zu stellen. Eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, es ist immer jemand da, der euch gerne das Problem erklärt oder die Frage beantwortet. Aber formuliert vorher eine Frage und stellt sie auch klar. Und zu allerletzt, be excellent to each other. Alle sollen sich wohlfühlen. Und das heißt, es wird irgendwie
so doof es klingt, niemand ausgelacht. Es wird auch nicht gesagt, weißt du das nicht? Weil das halt dazu führt, dass A, Leute nicht wiederkommen und B, Leute auch irgendwie keine Lust mehr haben, sowas zu lernen. Und es ist eigentlich wichtig, dass wir uns alle damit beschäftigen. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, das zu machen. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, mich bringt es unheimlich viel weiter, einfach darin Dinge zu verstehen, wie Software funktioniert und nicht einfach nur zu programmieren, sondern mir auch mal Gedanken über andere Dinge zu machen. Damit bleibt mir nur zu sagen, wir lieben Katzen. Nein. Be cool cat and code review. Also geht los. Geht zum Code Reading Club. Gründet einen Code Reading Club. Guckt euch Open Source Software an. Macht euch Gedanken. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, gerade so in dem Bereich, so hey, wir haben hier so eine Gruppe gegründet und wir kommen jetzt hier gerade nicht weiter, hier unten einmal mein Twitter-Handle und einmal die CTF-Gruppe in Hamburg. Ihr könnt mich einfach auf Twitter erreichen und nachfragen. Als Khaleesi Codes findet ihr mich halt auch auf GitHub. Wenn ihr auf der Suche seid und was mir gerade noch einfällt, dazu haben wir nämlich noch gar nichts gesagt, ist, wie connectet man sich eigentlich? Also für uns hat sich herausgestellt, dass das beste Ding eigentlich Gruppencalls in Signal sind. Ihr könnt jetzt auch in Signal euren Screen sharen. Das ist sehr praktisch. Ansonsten benutzen wir, wenn wir nicht sozusagen geschlossen in unserer Gruppe sind, sondern mal Menschen von außen dazukommen zu Besuch, Jitsi. Pallium, willst du noch was zu unserem super coolen technischen komplexen Setup sagen? Mit deinem Raspberry Pi? Kann ich noch so sagen. Gerade bei Videokonferenzen, ich glaube, mit der Pandemie hat das jetzt jeder kennengelernt, läuft nicht immer so super. Gerade auch, was den Upload angeht. Man kann zum Beispiel auch wunderbar, wenn denn die Uploadrate recht gering ist, zum Beispiel einen Server bereitstellen, auf den sich alle mit SSH verbinden, dort eine TMUX-Session aufbauen, dann das Terminal für alle teilen. Kann man zum Beispiel machen, dass nur einer das Terminal bedienen darf, alle anderen können nur lesen. Oder aber alle dürfen reinschreiben, dann muss man sich natürlich trotzdem nochmal koordinieren, wer schreibt denn jetzt gerade was, weil ansonsten ist es wirklich, als wenn viele Leute an einer Tastatur sitzen. Aber auch das wäre durchaus möglich. Und ja, hat ja auch Spaß gemacht. Genau, das dazu. Und dann sind wir hiermit durch. Hoffen, dass ihr schon das erste Repo geklont habt. Und das auf eurer Konsole offen habt und freuen uns jetzt auf eure Fragen in unserer Q&A-Session. Das haben wir bisher nicht. Vielleicht sollten wir mal mit Bianca Kaste sprechen, wie das so ist mit Kommunikation mit der Bundesregierung. Das ist tatsächlich gerade noch so unser Privatprojekt. Wir sind gerade ganz hin und weg von den ganzen Reaktionen. Also vielleicht schaffen wir noch eine kleine Code-Review-Bewegung zusammen. Heidi, möchtest du? Ja, gerne. Also die Testfälle, die sollten im Idealfall ja bei einem Pull-Request zum Beispiel nochmal mit rangeschrieben werden, um zu beweisen, dass es sich um ein Problem handelt. Ich habe das auch schon häufig genug mitbekommen, dass es heißt, ja, danke für die für die Fehlerkorrektur, aber schreibt doch nochmal einen Testfall. Das heißt, man sollte es, wenn man es denn hinzufügen kann, hinzufügen und ansonsten hoffen, dass der Maintainer einen unterstützt. Weil es gibt ja auch diverse Test,
Frameworks, da muss man sich entsprechend auch einarbeiten. Also, es ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist genauso, wie wenn man irgendwie wissenschaftliche Arbeiten schreiben lernen muss. Das hilft immer, viel Code zu lesen von anderen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man Dinge lösen kann. Man kommt aber trotzdem nicht darum rum, sich eigene Projekte zu suchen und auch wirklich selber zu programmieren, weil man nur von Programmieren besser im Programmieren wird an einigen Stellen. So handhabe ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob Paldium da noch eine andere Meinung zu hat. Also die Values helfen einem auf jeden Fall, mindestens eine Form von Feinschliff durchzuführen. Das heißt, dass ich, wenn ich mir die Historie von Projekten ansehe, zu lernen, warum haben die sich für diverse Dinge entschieden, wann kamen die Änderungen rein und warum. Das heißt, ich würde es vorschlagen, wenn man die Grundlagen beherrscht, dann kann man mit dem Review sich auf jeden Fall verbessern. Reines Review, um es zu erlernen, würde ich nicht empfehlen. Wir haben gerade Probleme mit unserem Herald, wie vorhin schon. Deswegen, nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Ich würde trotzdem noch an die Frage anschließen, nämlich ob es eine Sammlung mit häufig gemachten Fehlern gibt. Genau, Paldium, gibt es eine Sammlung mit häufig gemachten Fehlern? Ich würde jetzt einfach mal schon fast die CVE-IDs nennen, beziehungsweise den Open Source Security Bug Tracker. Ansonsten die Dinge, auf die ich verweisen würde an der Stelle, wäre OWASP. Das heißt, dass die OWASP Top 10 zum Beispiel relativ gut aufzeigen, was es für Probleme gibt. Auch fast schon eine kurze Suche nach der Programmiersprache der Wahl und Common Bugs dürfte, glaube ich, sehr viele derartige Listen aufführen. Ansonsten, wenn es um C geht, das wäre auch noch eine Möglichkeit, die Man Pages zum Beispiel auf Linux-System oder auf dem jeweiligen System, haben da ab und zu mal Notes oder andere Hinweise, was denn mit einer bestimmten Funktion so schieflaufen kann. Dankeschön. Haben wir wieder Herald Audio? Die haben wir bisher tatsächlich ignoriert. Sollten wir vielleicht mal hinzufügen. Allerdings, wir versuchen ja uns eher auf den Quelltext zu konzentrieren, den wir tatsächlich nutzen. Und da sind die Testdateien meistens nicht mehr drin. Wir haben immer noch Audioprobleme mit unserem Herald. Einen Moment bitte. Die Frage war, wenn der gleiche Fehler wieder gemacht wird in einem anderen Projekt, das ist einfach, wenn ich eine falsche Funktion verwendet habe. Aber wie mache ich das, wenn ich einen Fehler gefunden habe, der ein Programmierprinzip verletzt hat, welches ich nicht mit Steuerung F quer über alle Dateien suchen kann? Ich überlege gerade, ob wir das schon mal hatten. Hatten wir das schon mal, Paldium? Ich habe ein Projekt gesehen, das im Google Open Source Bereich dafür vorhanden ist. Mir ist der Name entfallen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, es geht fast schon in Steuerung F-Richtung, aber codesearch.debian.net. Das ist eine Internetseite vom Debian-Projekt, bei dem man wunderbar in allen Quelltexten suchen kann. Da kann man auch reguläre Ausdrücke angeben. Und wenn man es irgendwie in die Richtung bekommen kann, würde ich das empfehlen. Also Beispiele dafür, bis unser Herald Audio wieder hat, wäre zum Beispiel in C fget zum Beispiel, das heißt zeilenbasiertes Einlesen. Sobald man die Funktion irgendwo hat, kann man sich die nächsten Zeilen danach meistens angucken und man wird wohl irgendwas finden. Das heißt, es ist immer noch ein bisschen Aufwand, den man da reintreibt. Google hat da auf jeden Fall noch mal deutlich bessere. Ja, es ist so ähnlich wie reguläre Suchausdrücke, die man da anwenden kann. Aber
Vielleicht kann ich ja nochmal irgendwo das nachreichen, wenn ich es wieder gefunden habe. Ich vertwitter das dann gerne und dann könnt ihr das auf meinem Twitter-Account finden. Ist unser Herald jetzt wieder da? Wir versuchen nochmal einen Audio-Anlauf. Das klingt alles nach, ich lerne ein fremdes Programm kennen. Arbeitet ihr nicht mit zusammen und macht bei jedem Commit auch gleich ein Code-Review? Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht so ganz. Ich versuche mal so zu antworten, wie ich sie verstehe. Also, was wir in unserer Gruppe machen, ist ja keine Open-Source-Software schreiben, sondern wir nehmen uns nur Open-Source-Software vor und reviewen die. Und klar, wenn wir was gefunden haben, dann schreiben wir auch einen Fix dazu und ein Proof-of-Concept und stellen dann einen entsprechenden Pull-Request. Und natürlich, bevor wir diesen Pull-Request stellen, gucken wir uns das in der Gruppe nochmal genauer an. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt Review schimpfen. Reviewen tun wir es dann, wenn der Pull-Request zum Beispiel vom Maintainer abgelehnt wurde, aus unterschiedlichen Gründen oder irgendwas gefailed ist, dann schreiben wir es auch manchmal nochmal neu. In der Regel gibt es halt dann das Projekt, was wir uns gerade angeguckt haben, mit den Pull-Requests, da sind dann die relevanten Punkte drin. Ansonsten haben wir bisher das noch nicht gemacht. Sollte da Interesse bestehen, können wir natürlich gerne mal darüber nachdenken. Wir machen das tatsächlich im Moment so, dass wir nur eine Person haben, die den Bildschirm shared. Und wenn man nochmal individuell an seinem eigenen Gerät mitarbeiten möchte, dann macht man das in der IDE seiner Wahl. Wir sind alle ziemlich harte Vim-User. Das ist manchmal nicht unbedingt einsteigerfreundlich, aber an der IDE sollte es in der Regel nicht scheitern. Und wenn das dann irgendwie Codium oder was auch immer euch besser gefällt, ist kann man das auch gut benutzen. Ich würde da sonst vielleicht noch, wenn ich kann, eine Sache anmerken. Die gleiche Umgebung. Ich würde es sogar bevorzugen, wenn es möglichst unterschiedliche Umgebungen sind, weil diverse Fehler zum Beispiel nur auf 64 oder 32-Bit-Umgebungen sind, nur erscheinen, wenn bestimmte Bibliotheken im Einsatz sind. Das heißt, wenn das divers sein kann, dann sollte es möglichst divers sein. Das macht vielleicht die Kommunikation teilweise schwieriger, aber ermöglicht auf jeden Fall deutlich besser Proof of Concepts oder andere Tests auszuprobieren. Ich würde jetzt sagen, einfach mal machen. Also ich bestehe schon fast darauf, dass wir das mindestens im beruflichen Umfeld tun. Es hilft deutlich, gerade ja, wer sich vielleicht ja durch unseren Talk dazu inspiriert gefühlt hat, mal ein Review durchzuführen, wird feststellen, wie viel Aufwand es teilweise ist, sich in die unterschiedlichen Styles der jeweiligen Projekte einzuarbeiten. Und wenn das alles gleich wäre, würde es die Sache nochmal deutlich einfach machen. Ja, eigentlich schon. Das ist immer ganz lustig. Also gerade so C-Style-Konvention, wenn das so Pre-Chernobyl-Code, wie Paldium immer sagt, sind uns auch ganz wichtig. Und manchmal ist es auch höchstgradig verwirrend, sich erstmal da reinzudenken und dann auch noch die Sachen, wenn man sie fixt, im richtigen Style zu fixen. Hören wir Herr schon wieder nicht. Okay, die Frage eben war, wie wichtig uns Style-Konventionen sind und was wir zu Clean Code denken. Das waren die beiden Fragen, die Paldi und ich beantwortet haben. Ich gucke mal kurz, dass ich die nächste Frage zu fassen kriege, es sei denn, Herr ist jetzt wieder zu hören. Ich hoffe, man kann mich wieder hören. Setzt ihr Tools zur Code-Analyse ein? Nee. Das machen wir ganz bewusst nicht, weil wir sozusagen, auch wenn es länger dauert, unseren Fokus darauf haben, zu verstehen, was da wirklich passiert. Und deswegen nutzen wir außer Paldium als unser wandelndes C-Lexikon keine Tools zur Analyse.
Geht es beim Review nur darum, Bugs oder potenzielle Schwachstellen zu finden oder auch etwas kürzer oder schneller zu machen? Und habt ihr da praktische Beispiele? Prinzipiell geht es darum, erstmal genau Fehler zu finden, aber wenn uns halt auffällt, dass man was irgendwie effizienter machen kann, dann fixen wir das häufig auch. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel dafür ein. Da müsste ich, glaube ich, mal in meiner Pull-Request-History gucken, es sei denn, du hast jetzt gerade was aus dem FF, Palium. Habe ich jetzt so nicht, was wir da mal gemacht haben. Wenn es um die Unterscheidung geht, nur Bugs beheben oder auch Performance-Optimierung. In beiden Fällen wäre es wichtig, aufzeigen zu können, dass das Problem oder die, die Performance wirklich in Mitleidenschaft gezogen ist. Ich halte mich meistens von Performance-Optimierungen zurück, schon fast absichtlich, weil das relativ schnell in Diskussionen ausartet. Und da ist dann immer die Frage, wie gut kann ich das mit einem Maintainer klären? Gibt es überhaupt wirklich eine vernünftige Grundlage, auf der man arbeiten möchte? Ich meine, Beispiel, wenn ich sage, mein LS ist mir zu langsam, weil das sind ein paar Millisekunden, dann wird das höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das abgelehnt wird. Weil mein Browser natürlich auf einmal 10% schneller wäre, wäre es nochmal was anderes. Aber ein Bug ist da doch relativ schnell einfach, ja, fast schon ohne Diskussion annehmbar. Schaut man sich beim Reviewen auch Ebenen wie Design Patterns oder Ähnliches an? Wir machen es, würde ich jetzt so sagen, nicht, es sei denn, es fällt uns auf die Füße und wir haben da gerade Lust drauf. Das ist irgendwie immer so von unserem Mut abhängig. Wir machen das ja auch für den Spaß an der Sache. Und wenn wir gerade Spaß daran haben, das auseinander zu pflücken, dann würden wir es wahrscheinlich machen. Und ja, ich weiß nicht, Paldium, hast du dazu noch eine Ergänzung? Also Architektur-Reviews würde ich auf jeden Fall grundsätzlich empfehlen. Zumindest, wenn man die Zeit dafür hat. Es ist aber dann eben auch der Punkt, was kann dabei rumkommen? Eine Architekturentscheidung, die man anzweifelt, das wäre, ich würde es fast schon höchstens als Issue ranhängen, weil wenn man dann auf einmal einen Pull-Request hat, der einem das, den ganzen Quelltext umbaut, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nicht einfach so durchkommen wird. Und dementsprechend fokussieren wir uns meistens auf das, was da ist, bewerten für uns dann natürlich das, was wir sehen, ohne mit dieser Bewertung dann großartig auf die Welt zuzugehen und zu sagen, hier, guck mal, wir haben ein Projekt XYZ angesehen und das ist doof. Das natürlich nicht, aber durch das Review allein wird man irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, ob das, was man da gerade sieht, wirklich gut war oder schlecht. Und diese Erkenntnisse kann man auf jeden Fall für sich selbst mitnehmen. Geht ihr auf die Maintainenden direkt zu, bevor ihr ein Projekt reviewt? Oder macht ihr das dann mit den Requests beim Repo nach dem Review? Bisher haben wir das noch nicht gemacht. Wir haben, wenn wir was gefunden haben, was wir vielleicht auch als kritisch ansehen würden, im Fall nochmal die Maintainer direkt gefragt, bevor wir da irgendwas Öffentliches zur Schau gestellt haben. Genau. Kennt ihr Gruppen, die gerne bei Public Money, Public Code Projekten mitreviewen würden? Wir kennen nur uns und die genannten Links. ich glaube, mehr kann ich da gerade nichts zu sagen. Alles andere müssten wir gruppenintern besprechen. Danke. Wir haben leider nicht alle Fragen geschafft, aber ich habe bis jetzt noch kein so langes Q&A gehabt und die tollen Vortragenden haben leider auch noch andere Projekte, bei denen sie dabei sein müssen, genau, wollen. Und ich stellt mir sonst gerne die Fragen bei Twitter und Paldium und ich versuche, die so gut wie möglich zu beantworten. Ich denke, das ist der Weg. Wann die nächste News-Show ist? Es wird hier gerade auf dem Off gefragt, wann die nächste News-Show ist. Die nächste News-Show ist um 14.30 Uhr. Falls ihr mein Gesicht bis dahin schon vermisst, dann ist das natürlich eine Option.